Es wird Zeit für eine neue Folge Film News, aber vorneweg möchte ich mich gern beim Sponsor dieser Episode bedanken. Das ist nämlich Warner TV Serie sowie der gestrige Serienstart der zweiten Staffel von Raised by Wolves. Ridley Scotts dystopisches Science-Fiction-Epos geht in die zweite Runde, aber dazu später mehr. Kommen wir nun zum ersten Hauptthema. Am vorgestrigen Mittwoch hat Amazon seinen neuen Streaming-Service FreeWii, sofern ich ihn richtig ausspreche, gelauncht und dort könnt ihr komplett kostenlos Filme und Serien schauen und da sind auch recht bekannte Sachen dabei. Alles, was ihr braucht, ist ein Amazon-Konto. Ihr müsst aber nicht Amazon Prime-Mitglied sein. Finanziert wird das Ganze durch Werbung bzw. Werbeunterbrechungen. Das bedeutet, wenn ihr euch Filme oder Serien auf Amazon FreeWii anschaut, gibt es zwischendurch Werbebreaks, aber auf eine Stunde Watchtime sollen nicht mehr als 9 Minuten Werbung kommen. Das verspricht zumindest Amazon. Im Serienbereich gibt es zum Beispiel bekannte Titel wie die ersten beiden Staffeln von Peaky Blinders oder beispielsweise aber auch The Night Manager, Two Broke Girls, Penny Dreadful, Person of Interest und viele mehr. Im Filmbereich beispielsweise Mid-90s, The Founder, Winchester, Warm Bodies, Assassination Nation und auch dort viele, viele Filme mehr. Und wer jetzt sagt, oh, ich habe schon so viele Abos und möchte mir nicht mehr leisten oder ich kann mir vielleicht gar kein Abo leisten, Amazon FreeWii ist sicherlich ein spannender Zugang für diejenigen und für alle darüber hinaus, weil es gibt dort hunderte Filme und Serien und seit Mittwoch ist das Ganze eben auch in Deutschland verfügbar. Reden wir über das Bad Girl-Desaster der vergangenen Woche, denn wie ein Paukenschlag erreichte nicht nur die Bad Boys 3 und eben Bad Girl-Regisseure Adil El Arbi und Bilal Fallah die Nachricht, sondern auch alle DC-Fans da draußen, dass der 90 Millionen Dollar teure Bad Girl-Film seitens Warner Brothers gar nicht gezeigt werden soll und weder auf HBO Max noch im Kino landet. Dabei war er bereits abgedreht und befindet sich in der Postproduktion. Hintergrund ist nämlich folgendes: David Zaslav, der ja inzwischen der neue Chef ist von Warner Brothers Discovery, nachdem Discovery und Warner Brothers zusammengeführt worden sind, der hat eine ganz eigene Vision und seine Führungsriege, wie man besonders die DC-Marke als eine der wichtigsten und prestigeträchtigsten zukünftig behandeln sollte. Ursprünglich war ja mal die Idee von Warner, kreative Leute und kreative Geschichten zusammenzubringen und dabei Filme zu erzählen, die gar nicht unbedingt zusammenhängen. Nun Pustekuchen, man möchte sich auf einen 10-Jahres-Plan nun festlegen, alles neu machen, eine eigene Division dafür gründen und damit sich vor allem an Marvel orientieren. Das sagt Zaslav ganz persönlich in einem Investorengespräch und gleichzeitig wird dabei klar, dass das gesamte Hin und Her bei Warner Brothers Discovery, wie man mit DC umgeht, kaum noch übersichtlich ist. Dadurch ergibt sich auch die Frage, was passiert mit Black Adam, mit Shazam 2, wie wird man mit Superman in Zukunft umgehen, was ist mit The Flash? Nun, die bis jetzt angekündigten Kinofilme, die sollen auch alle kommen, die sollen auch Teil des zukünftigen DC-Universums werden, was aus einem Henry Cavill als Superman aber wird, dahinter kann man ein, zwei Fragezeichen setzen. In Bad Girl tauchte unter anderem Michael Keaton als Batman auf. Was das jetzt für seine Zukunft und die des Batman bedeutet, sei auch mal dahingestellt. Auch der neue Scooby-Doo-Film, der eigentlich schon fertig produziert ist und bereit war fürs Kino oder zumindest für HBO Max, wird nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken, kommt ebenfalls in den Giftschrank. Neben der Tatsache, dass David Zaslav hier anscheinend klare Strategien für die Zukunft verfolgt, sollen auch steuerliche Vorteile Gründe dafür sein, dass man weder den Scooby-Doo-Film noch Bad Girl im Kino oder auf HBO Max sehen wird. Und er sagt auch, er möchte nicht mehr, wie zuletzt angedacht, kleinere, experimentelle Filme für den Streaming-Service machen, sondern große Filme für die große Kinoleinwand und damit letztendlich komplett Marvel, aber auch ein Stück weit eben Disney nacheifern. Man kann also durchaus fragen, ist diese Idee A seitens der Fans wirklich so gewollt, Marvel nachzueifern oder glaubt man hier einfach auf gleicher Schiene gutes Geld machen zu können? Deswegen meine Frage an euch, wie haltet oder was sagt ihr denn zu dieser neuen 180-Grad-Wende bezüglich Warner, was das DC-Universum angeht. Freut ihr euch darauf oder wart ihr eigentlich ganz zufrieden mit dem Batman, also Robert Pattinson, mit Joker, wie er sich entwickelt hat? Weil man da ja auch fragen muss, wird es diese Filme zukünftig geben? Joker 2 soll bald kommen, dazu gleich nämlich mehr in einer weiteren News. Aber gerade wirkt alles wie ein großes Kuddelmuddel und deswegen darf man gespannt sein, wohin wird sich Warner Brothers Discovery im Kino auf HBO Max und generell DC filmisch hinentwickeln. Und wie zu Beginn dieser Film-News-Folge bereits erwähnt, möchte ich mich nun bei Warner TV Serie für die Unterstützung bedanken. Am gestrigen 4. August 20.15 Uhr feierten die ersten beiden Episoden der zweiten Staffel von Raised by Wolves ihre Erstausstrahlung auf dem Pay-TV-Sender. Ridley Scotts Dystopie führt uns in das Jahr 2145 sowie auf den Planeten Kepler 22b. Während ein Religionskrieg die Erde an den Rand der Zerstörung versetzt hat und die Menschheit vom Aussterben bedroht,
bedroht ist, sind die beiden Androiden Mutter und Vater damit beauftragt, auf ihrer Mission eine neue, menschliche sowie atheistisch geprägte Kolonie auf dem kargen Planeten zu errichten. Doch als eine Gruppe gläubiger Menschen auf besagte Androiden samt Menschenkind aufmerksam wird, beginnt sich eine Spirale aus Ideologie, Technologie, philosophischen Fragen und Unmenschlichkeit zu drehen, die einen immer blutigeren Graben in den staubigen Boden auf Kepler 22b bohrt. Lust auf die Serie bekommen? Dann könnt ihr euch ab sofort die ersten beiden Episoden der neuen Staffel per Abruf als Pay-TV-Abonnent, beispielsweise On Demand bei Wow, oder als Nicht-Abonnent gegen Gebühr bei Prime Video, iTunes, Google Play Store und Co. anschauen. Auf Warner TV Serie werden an den kommenden Donnerstagen jeweils 2 neue Episoden ausgestrahlt, die ihr dort live anschauen könnt. Warner TV Serie kann man in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Pay-TV-Anbieter wie Sky, Vodafone, Magenta TV, Zattoo und andere sowie regionale Netzbetreiber abonnieren. Vielen Dank für die Unterstützung und kommen wir nun zum nächsten Thema, und das wäre: Kehren wir noch mal ganz kurz zurück zu DC, denn ich habe ja bereits erwähnt, dass der zweite Joker-Film nach wie vor produziert werden und auch in die Kinos kommen soll. Und er hat auch einen Kinostarttermin jetzt erhalten. Er soll ja heißen Joker Folie à deux, zumindest so jetzt aktuell noch laut dem ersten Arbeitstitel und dem, was Todd Phillips auf Instagram teilte, zusammen mit Joaquin Phoenix, der wieder als Arthur Fleck zurückkehrt, soll ja auch Lady Gaga im Cast mit dabei sein. So lauteten vor kurzem noch die Gerüchte. Das wurde jetzt auch offiziell bestätigt mit einem kurzen Teaser, in dem man klar sieht, dass Lady Gaga Teil des Casts sein wird und vielleicht auch eben der große Part, der zu Joker bzw. Arthur Fleck gehört. Ob sie aber die Harley Quinn verkörpern wird, dahinter kann man noch ein Fragezeichen setzen. Laut Gerüchten soll auch das Arkham Asylum eine übergeordnete Rolle spielen und insgesamt ist diese Fortsetzung ja auch eine 180-Grad-Wende, denn es soll ja ein Musical werden. Deswegen macht die Besetzung von Lady Gaga natürlich absolut Sinn. Es gibt, wie eingehend erwähnt, auch einen Kinostart in den USA, soll es nämlich der 4. Oktober 2024 werden. Das heißt, noch ganze 2 Jahre warten. Bei uns wird es dann wie so oft wahrscheinlich der Kinostart Donnerstag direkt davor, also der 3. Oktober. Und man wird sich auch hierzulande sicherlich nicht die Chance nehmen lassen, auf einem Feiertag zu starten. Joker 2, also weiterhin in der Mache, hat jetzt einen Kinostarttermin. Mal gucken, wie sich das in die zukünftige DC-Strategie von Warner Brothers Discovery einfügen wird. Sylvester Stallone ist wieder sehr, sehr wütend. Es ist nicht das erste Mal, aber diese Woche wieder ganz aktuell gewesen, dass Sylvester Stallone vor allem über Instagram gegen Rocky-Produzenten Erwin Winkler schießt. Er bezeichnete diesen einmal mehr als Parasit, seine Kinder als untalentiert und dass sich dessen Familie an seinen Knochen nagend ernährte. Der Hintergrund ist, dass bekannt wurde, dass ein eigenes Rocky-Spin-off rund um Ivan Drago und dessen Sohn produziert werden soll. Sylvester Stallone zeigte sich schockiert, dass er von all dem nichts wüsste und vor allem fordert er schon lange, die Rechte an Rocky zurückzubekommen. Denn die liegen eben bei Winkler, der seit Jahrzehnten gutes Geld damit verdient, egal ob es um Rocky, um Creed oder auch um alles an das Franchise ringsherum geht. Und so ist Sylvester Stallone einmal mehr stinksauer auf der einen Seite und auch enttäuscht von seinem guten Freund Dolph Lundgren, der eben der Darsteller ist von Ivan Drago. Der wiederum antwortete und dachte, dass Sly als Produzent bei allem im Bilde sei, davon wüsste. Und nun stehen die beiden in Kontakt und so wurden auch einige Posts abgeändert, weswegen auch fraglich sein dürfte, ob es wirklich zu diesem Spin-off kommt oder was da hinter wessen Rücken erzählt wurde. Aber es ist eben nicht das erste Mal, dass Sylvester Stallone tief in die Schublade der Beleidigungen gegen Winkler als Produzent, aber auch gegen dessen Familie greift. Ehrlich gesagt etwas unschön zu lesen und er hat sicherlich auch nicht wenig an dem Rocky-Franchise verdient, aber so die aktuelle Lage rund um Sylvester Stallone und das Rocky-Franchise in der vergangenen Woche. Kommt Eternals 2 doch noch? Sind wir mal ehrlich, im Marvel Cinematic Universe war Eternals einer der schwächsten Filme. Das zumindest sagen recht übereinstimmt sowohl das Publikum als auch die Kritiker und auch an den Kinokassen konnte der Film nicht überzeugen. Klar, Corona-bedingt hatte er es schwerer, aber er war auch einfach ehrlich gesagt kein guter Film. Und obwohl am Ende steht, dass die Eternals zurückkehren werden, wie so oft bei Marvel-Filmen, konnte man hier durchaus 2-3 Fragezeichen hintersetzen. Oder ob man anstatt einem zweiten Ensemble-Film nicht doch die einzelnen Figuren in verschiedenen Serien und Filmen wieder auftauchen lässt. Nun hat sich aber vielleicht Pip-Darsteller Patton Oswalt in der Today-Show ein wenig verplaudert, denn er meinte, ein zweiter Teil sei angekündigt und er hoffe, dass er auch wieder dabei sein werde. Nur eine solche offizielle Ankündigung gibt es eigentlich gar nicht. Also entweder hat er ein wenig Mucks erzählt oder es ist eigentlich noch geheim seitens Disneys, dass man mit Eternals 2 plant. Wir werden also sehen, wohin sich das noch entwickelt.
Neue Soups für die vierte Staffel von The Boys 4. Einige Dinge wurden bekannt, auch in der vergangenen Woche, darum, wie es mit unseren Soups weitergeht, rund um Homelander und Co. Inzwischen sind ja gar nicht mehr so wahnsinnig viele am Leben, also braucht es auch ein wenig Nachschub. Und dementsprechend haben die Verantwortlichen der Serie durchsickern lassen, dass auf der einen Seite Brian als Sohn von Homelander definitiv eine tragendere Rolle bekommt. Und das ist auch mit Sister Sage, gespielt von Susan Hayward, und mit Firecracker, gespielt von Valerie Curry, Zuwachs geben wird in Form von zwei Soups, die es so in der Comicvorlage gar nicht gibt. Aber man sagt, sie werden das Publikum ein Stück weit beibringen, wie es sich anfühlt, sich zu ekeln. Und vor allem, wenn sie das Publikum entsetzen. Und das passt von der Tonalität definitiv auch zu The Boys. Wenn ihr die Serie nie gesehen haben solltet, definitiv eine große Empfehlung. Die dritte Staffel grandios. Und ich freue mich da schon auf mehr. Und jetzt wissen wir auch ein wenig schon, was uns da für neue Heldinnen in dem Fall erwarten. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Film News. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.